Ja, wir befinden uns gerade bei unseren Murmeltieren an der Anlage. Sie als Besucher können ja aktuell nicht vorbeikommen hier im ersten Schnee am Osnabrücker Schölerberg. Dass Sie nicht da sind, das verschlafen unsere Murmeltiere gerade vollkommen. Die sind nämlich hinter mir in ihrem Bau, beziehungsweise auch leicht unter mir, und haben sich dort zusammengekuschelt und machen da ihren jährlichen Winterschlaf. Der Winterschlaf ist eine Anpassung an eine Jahreszeit, in der es, ja, ich sag mal, energetisch ungünstig ist, wach zu bleiben. Es gibt weniger Nahrung, Tageslichtlänge wird kürzer. Viele Faktoren scheinen darauf einzuwirken, dass quasi die innere Uhr der Murmeltiere sich darauf einstellt, jetzt ist langsam Schlafenszeit. Wenn es dann soweit ist, dann verschließen die Murmeltiere auch ihre Gänge und fahren ihren Stoffwechsel drastisch runter. Das bedeutet, anstatt von etwa 100 Herzschlägen gibt es nur noch 5 bis 10 pro Minute. Die Atemzüge lassen nach, nur noch 1 bis 2 Atmungen pro Minute. Und die Körpertemperatur, und das ist auch was Besonderes, die senkt sich auf 6 bis 8 Grad ab. Und das heißt, dieses Tier ist vom Stoffwechsel her so weit runtergefahren, wie nur irgendwie möglich. Es gibt zwischendurch die Phasen, in denen die Murmeltiere ein bisschen wach werden, die Körpertemperatur für eine kurze Zeit von 24 bis 48 Stunden noch mal wieder hochfahren. Auch da wechseln sie vielleicht mal den Schlafplatz, aber kommen auch nicht raus. Und erst im Frühjahr, wenn dann die äußeren Faktoren quasi wieder dafür sprechen, okay, es ist die Zeit aufzuwachen, dann verbrennen die Murmeltiere Fettgewebe, welches sie vorher angelagert haben im Herbst. Und dieses führt dazu, dass die Körpertemperatur sich langsam erhöht und am Ende kommt dann auch noch Muskelzittern dazu. Das ist bei uns auch so, wenn wir frieren, die Muskeln bewegen sich, kontrahieren sich, deshalb schütteln wir uns quasi und das sorgt für zusätzliche Wärme. Und das sind unter anderem Faktoren, die dann das Murmeltier wieder aufwachen lassen und es dann quasi das Frühjahr symbolisiert. Das Ganze kann bis zu 6 Monate dauern, also die Hälfte des Jahres sind sie in ihrem Winterschlafzustand und die andere Hälfte des Jahres dann wieder hier bei uns auf der Anlage zu sehen. Das kann dann aber durchaus Ostern werden, bis die Tiere wieder so aktiv sind, dass sie als Besucher hoffentlich dann auch wieder hier bei uns die Tiere zu Gesicht bekommen. Ja, nicht ganz so tief und fest wie unsere Murmeltiere ruhen auch unsere Schwarzbären. Auch die beiden haben sich zurückgezogen in ihren Stall, haben sich eingemuckelt in ein Strohbett und haben auch ihre Körperfunktionen runtergefahren. Dabei bleibt aber zum Beispiel die Körpertemperatur deutlich höher als bei den Murmeltieren. Und wir nutzen solche Phasen, wie jetzt hier bei unseren Schwarzbären, auch um die Anlage trotzdem in der, ich sag mal, nicht gespielten Jahreszeit durch die Schwarzbären in deren Abwesenheit zu nutzen, indem wir dann einfach unter der Besucherbrücke Verbindungen zwischen den Schwarzbär- und den Wolfsgehege geschaffen haben und diese dann einfach aufmachen, sodass dann auch unsere Hudson Bay-Wölfe während der Zeit, in der die Schwarzbären schlafen oder ruhen, die Anlage dann mitbenutzen können. Und so haben wir hier einen Synergieeffekt, haben die Anlage trotzdem genutzt. Die Wölfe haben temporär noch mehr Platz, als sie schon haben. Und so überstehen wir hier auf Manitoba dann auch den Winter.